Und zwar bin ich, wenn ihr das Video hier seht, demnächst im Urlaub. Moin Leute und seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hexit. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viele irgendwie. Zehnte? Neunte? Achte? Zehnte ist exakt die zehnte. Nice. Woher weißt du das eigentlich? Das wundert mich jetzt. Weil ich gerade die Minecraft Hexit 9. Geschnitten habe. Nice. Die dürft ihr euch natürlich als erstes anschauen. Oh, ich habe mich auch nicht besser angestellt. Wir sind in der letzten Folge von Tego Damage stehen geblieben, hier beim Piratenschiff zu sein. Oh, den habe ich eine schöne Kombo gegeben. Ja, wir wollten aber eigentlich unten. Wollen wir unten anfangen oder einfach trotzdem hier oben bleiben? Wir töten erstmal die ganzen Typen. Ich töte die erstmal alle mit dem Bogen. Von hier aus. Hier sind einige Piraten, aber die sind, glaube ich, schwächer als die anderen Mobs, die wir schon mal haben. Achso, übrigens, sie geben dir teilweise Nausea. Also so Übelkeit heißt es auch in Deutsch. Also nicht wundern, wenn du Nausea hast. Okay? Ja, ich töte die alle, also von daher. Ja, die mit Goldrüstung, ich auch. Aber die mit Diamantrüstung? Das ist schon etwas härter. Ich hab doch gesagt, wundere dich nicht, wenn du Nausea hast. Ja. Neuer Backpack. Oh, nice, ich hab grad. Oh, schöne Schuhe. Oh, das ist echt nicht schlecht. Ist hier ein Müll weg? Ja, das brauche ich gerade alles nicht. Oh, schöne Schuhe. Das freut mich auf jeden Fall. Ja, wir wollen es hier looten und ich habe dann auch noch ein kleines Thema anzusprechen. Und zwar bin ich, wenn ihr das Video hier seht, demnächst im Urlaub. Ja, ich bin weg ab Donnerstag. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt von den Tagen her. Ja, und werde so ungefähr eine Woche weg sein, deswegen haben wir vor, vorzuproduzieren und fangen damit jetzt heute intensiv an. Also die intensive Vorbereitungsphase. Wir hoffen natürlich sehr, sehr, dass wir das schaffen. Falls nicht, müssen wir uns noch was überlegen. Aber gut, das ist einfach so das kleine Thema, was ich ansprechen wollte. Ich gehe mal wieder hier nach oben. Gut, wir könnten jetzt entweder schon den Bossgegner killen oder erstmal hier weitermachen. Warte mal kurz, wollen wir hier sonst erstmal ein bisschen hier hinten looten? Hier hinten, oder? Ja, das können wir machen. Nachdem wir kommen, hier runter. Lol, hier sind Kanonen. Lol. Warte, ich komme gleich. Wie geil ist das? Hier sind geladene Kanonen. Ja. So, ich komme mal kurz runter. Ja, genau. Die funktionieren ja auch. Hast du gerade echt am Boden getroppt? Schau mal, wenn du hier. Zack, ja. Und dann wird es so weggeschleudert. Ja. Und dang. Ey, lass doch das TNT mitnehmen. Kannst du mir meinen Bogen wiedergeben? Hier. Ich wusste gar nicht, dass ich den mit dabei habe. Wozu brauchst du TNT? Weiß ich nicht. Ist lustig. Alles klar. Es ist wirklich sehr, sehr lustig. Ja, wir können was in die Luft jagen. Ja, ganz viel Spaß. Wir jagen am Ende irgendwas schön in die Luft. Genau. Am Ende des Projektes jagen wir alles, was wir haben, in die Luft. Lass mal echt machen. Ja, machen wir. Kein Problem. Easy. Gut, Und dafür brauchen wir jedes TNT. Jedes, was wir bekommen können. Jetzt spenden wir uns kein Geld meine oder sowas für ein TNT. Das ist so nervig, meine Hotkey für den Bogen ist hier auf Q. Oder ist halt normalerweise auf Q. Und Lol, was droppen bei dir im Normalfall? Also Items droppen? Auf welcher Taste hast du Items droppen? Auf Q. Aber halt normalerweise habe ich es auf 2. Und deswegen. Hier gibt es ja keine Hotkeys. Ich verstehe gerade nicht. Du hast Items also, droppen im Normalfall, also in 1.8 oder 1.9 auf 2. Ja. Okay, das habe ich auch noch nicht gehört. Naja, damit ich halt auf Q habe ich halt dann den Hotkey für den Bogen. Okay, das alles klar. Ist nicht so normal. Doch, das ist ganz normal. Ah, ich habe meinen Bogen hier wieder irgendwo hingeworfen. Wollte mal was essen. So, ich habe in Dungeons immer mal ein bisschen Low FPS. Es liegt einfach daran, dass hier natürlich jetzt alles gespawnt ist und regeneriert. Oh, da habe ich viel TNT gesehen, oder? Oh, lol. Oh, lol. Das wird ein Spaß.
Lol. Oh, eine schöne Exekulissenz hat er gerade getroppt. Ist auf jeden Fall nice. Lol, ich bin verliebt. Yeah. Spaß. Letzte Folge war ich in Philipp verliebt oder wer auch immer uns den Kommentar geschrieben hat. Ja. Das ist schon ein bisschen länger her. Glaube ich. Ja, wann stimmt. Nee, es kommt erst in der Folge, die ihr morgen seht. Also aus unserer Sicht morgen. Aus eurer Sicht habt ihr die. Ich weiß nicht wann gesehen. Wir sind so hardcore am Vorproduzieren gerade, weil wir ja halt das Ganze brauchen. Ja. Weil Zydex keinen Bock hat und deswegen. Ich hab keinen Bock auf dich. Ja. Und da dachte ich mir, ach, jetzt brauche ich erstmal einen Entspannungsurlaub. Nicht irgendwie so vom Alltag und sowas, nee. Einfach nur vor dir. Das ist eigentlich die ganze Wahrheit an diesem Kanal. Ja. Zydex macht das auch nur aus Mitleid an mir. Weil. Genau. Oh. Da habe ich einfach gerade mal mein Backpack getroppt. Ah, alles klar, kann man ja mal machen. Ejo, wahrscheinlich. Okay, hier sind noch ganz viele Kisten. Die nehme ich auch mal alle mit, aber nur die sinnvollen Sachen. Ja, da. Ja, ich war da schon drin. War ich da schon drin, ne? Ich glaube, ich war ja schon drin. Ich habe eine Uhr. Alter, nein. Du hast doch keine Uhr. Also, du bist mega OP jetzt. Alter. Okay, bist du bereit für den... Ich habe eine Karte. Kann man sich überhaupt nicht mit... Wie viel Paper? Warte, wie heißt Karte auf Englisch? Man hat die ja sowieso nicht im Inventar, ne? Deswegen ist es richtig wie heißt Karte? Wie heißt Karte auf Englisch? Card? Nee. Wie heißt Karte? Schau doch kurz, wie Karte heißt. Oh. Ja, Karte. Map vielleicht? Ja, nee. Hey Leute, da oben ist ein Kapitän oder sowas. Empty Map kann man sich machen aus einem Kompass und 8 Papier. Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Wollen wir mal den Endboss machen. Ja, los. Okay, letzter Fick ihn. Zum Endboss. Boom. Er hat recht viel Leben und vor allem so ein nerviges Schild. Und er hat Klone. Alles. Er kann sich klonen. Er kommt ja trotzdem durch seine Klone auch Damage. Alter, wir zerfickt mich gerade so hart. Der hat sich rausgeportet. Hey, wo ist er? Oh fuck, Alter, der zieht richtig hart Leben irgendwie bei mir. Oh, ich seh's. Hey, fuck, hast du Wasser? Ja, hab ich. Fuck, Alter, ich bin richtig low, ich hab 3 Herzen gerade. Oh, er ist blind. Ich bin blind, meine ich. Okay, hab ihn. Okay, nice. Hä? Hast du was bekommen? Nee. Okay, der hat uns einfach nichts gedroppt. Also es sind natürlich nur gute Items drin. Oh, so viele große Backpacks. Nice. Oh, ich hab zwei. Oh lol! Ich hab einen Crystal Bow. Okay. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Weiß ich gerade auch nicht. Muss mal ausprobieren. Komm mal her. Ja, ich bin hinter dir. Ja. Das ist mein alter, warte, und mein neuer, warte. Also nee, warte, das ist mein alter. Was? Bitte was? Der hat ja keine Infinity und ich habe gerade meinen letzten Pfeil auf dich verschossen. Jetzt schau, hast du noch einen Pfeil hier für mich? Ja. Oh Gott, danke. Was machst du immer? Warte mal, wollen wir zu dem kleinen Boot da hinten nochmal hin oder nicht? Ja, können wir machen. Ja, machen wir einfach mal kurz. Es ist heute die Booterkundungstour. Boote erkunden mit Tegel und Zydex. Alter, schau dir mal diesen Hut an. Wir. Nur ein bisschen essen. LOL! Da ist nichts mehr. Ist nicht mein Gegner hier. Good job. Okay, wo wollen wir jetzt hin? Komm, in dieser Zydex Richtung ist ein Battle Tower. Komm her. Zydex auf die Planke. Komm her. Hier. Pass auf die Planke. Ich hab Flagge. Gott. Okay. Bitte schlag mich, Digga. Stirb, Kartoffel. So, wollen wir mal ganz seriös weitermachen. Also in die Richtung ist ein Battle Tower. Wollen wir auf den Battle Tower gehen? Ja, lass mal einen Battle Tower machen. Okay. Battle Tower hatten wir schon lange keinen normalen mehr. Ist hinter mir? Ja. Mama, hier sieht irgendwas aus wie so ein Unterwassergedöns oder so. Oh, ich merke schon, der hier wird geil, der Battle Tower. Man merkt ja immer schon recht früh, ob der guten Loot hat oder nicht so.
natürlich, das wird pro Ebene besser. Ja, ich glaube, der Pro ist ganz gut. Brauchen wir gar nichts draus. Alles klar, das war wunderschön. Ich weiß, dass das wunderschön war. So, ich baue schon mal die ganzen Spawner ab, während du die Mobs tötest. Ich hab die alle her. Eisen, XP-Bundle, bisschen Carrots und Kohle. Kohle unterschätzt man ja immer. Man braucht ja, zwar, also aber kein Mensch nimmt's mit. Hier ist ein leichter Lichtbug. Ich habe einfach fast zwei, Stacks, stirb doch. Oh, meine Rüstung ist so gut wie kaputt, ne? Oh, okay. Habe ich was Neues? Warte, ja, ich habe noch neue Rüstung. So. Hi. Ich habe jetzt drei große Backpacks. Warte. Kann dir auf jeden Fall... Ich muss mir kurz meine Pfeile, ich habe meine Pfeile ausgesehen in den Backpack gepackt. Also die brauche ich, die Hose tausche ich mal kurz aus. Hier musst du mein Mikrofon ganz kurz muten. Essen habe ich natürlich mal wieder weggepackt, so wie ich es immer mache. Da ist mein Stackrauten. Wie viele Backpacks hast du? Drei. Und zwei kleine und einen großen. Ich habe drei große und drei kleine. Jo, was soll ich dir noch einen großen abgeben? Nee, möchtest du schon. Ja, also ich habe so viel. Kühlesteil ist explodiert. Wenn sie am Platz... Da ist es wieder. Wenn es irgendwie am Platz fehlen sollte oder sowas... Dann zeig's einfach. Kann ich dir auf jeden Fall noch einen abnehmen. Sehr gut. Nur so eine Skype. Gedroppt. Skype übrigens. So eine Sense. Also ich weiß nicht, ob Skype übersetzt wirklich Sense heißt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es sieht so aus wie eine. Wie eine wahrhaftige Sense. Komm, die gehen alle nur auf dich, die gehen nie auf mich. Ja, das sind mega die Hacker, Teamer. Nein, ich teame nicht, Sidex, bitte sag das nicht. Es sind doch deine Freunde. Bitte nicht. Also. Ich gehe mal einfach kurz nur wieder auf dich nach gehen. Oben. Das ist echt schlimm. Die einfach, guck mal, der geht schon wieder. Ja, einfach nur die lieben auf dich. Mich halt. Guck, der will einfach nur. Das sind meine Fans. Ich stehe hier einfach daneben, aber der geht runter. Guck, das sind meine Fans, das sind meine aktiven Zuschauer. Meine Videos schauen nur Spinnen an. Boah. Oh, schöner Loot. Der Loot ist echt schön. So. Warte, schon die oberste Ebene? Nein, noch nicht. Oh. Auch kein schlechter Loot. Ich erinnere mich noch an die Zeiten von Mero. Als die Battle Tower einfach so, diese Bosse, übrigens ist die oberste Ebene, also die Kiste nicht öffnen, noch nicht. Upsala. Also das glaube ich jetzt nicht, oder? Also ich sag, oberste Ebene bitte nicht öffnen. Okay, ich bin ein Stockwerk weiter unten, aber du schaffst den locker, oder? Ich auch. Ich bin auch ein Stockwerk weiter unten, ne? Gut. Ich möchte das Item gerne haben, was er droppt. Okay, ja, gut. Ist nicht so krass. Vergess nicht rauszuspringen. Ja, was ist das hier? Na, keine Ahnung. Sehen wir dann gleich. Ja. Jetzt zerbricht er gerade. Jetzt zerbricht er. Komm, geh kaputt. Ja, schauen wir live zu. Ja, zerbricht mit einer backenden Minimap. Geh kaputt. Alter, das ist doch spektakulär. Yo, also. Wohin gehen wir als nächstes? Wie lange haben wir denn noch? Die Folge geht jetzt 14 Minuten. Da ist so ein Was Kreuz mal? Auf der Karte. Da ist ein Kreuz. In Richtung Norden, oder? Ja. Nee, warte, da lang. Ja, ja. Richtung Norden zeigt ja auf diese kleine Insel. Stimmt, das ist so eine Pirateninsel. Ja, Alter, das ist auch richtig nice hier. Schau mal. Das war ein spektakulärer Anfang. Wo bist du? Wo bist du gerade? Ich bin ganz oben beim Kreuz. Ich glaube, du hast was übersehen. Genau, außer dass hier Pirate Gunners sind, ist unten ein Hafen. Ist ein Piratenhafen. Hier. So, zack. Der hat ein No-Knockback. Hier oben. Hier ist wahrscheinlich ein Schatz oder sowas. Ja. Warte, das ist eine Safe-Falle. Oh. Oh,
Bau dich erst vorbei, bau dich erst vorbei. Schau mal, hier sind ein paar Blöcke. So blockgeil wie ich bin, baue ich erstmal die Blöcke ab. Ist gar keine Falle. Nee. Eine goldene Feder. Oh, eine Schallplatte, nice. Eine goldene Feder. Ich glaube, das ist halt für Chocobos ganz gut geeignet. Soweit ich das weiß. Oder ist komplett unwichtig. Ich habe keine Ahnung. Yay, yeah. Komm mal kurz mit. Komm mal kurz hier mit nach unten. Warte. Hier lang. Hier sind Schau Dias. Mal hier. Ja, schau doch mal. Ich hab Dias. Ah, Gott. Schau doch mal. Komm mal her. Hä? Wo bist du schon wieder? Jetzt komm doch einfach mal her. Hä? Es leckt bei mir gerade. Was machst du? Ich weiß nicht, wo du hingegangen bist. Ich bin auf der einen Seite der Insel. Da, wo das Schiff ist. Ah. Das große. Ja, okay, ich bin ja da. Schau mal hier. Das ist so richtig eine große Base. Die habe ich auch schon mehrfach gemacht. Als boom, 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 boom. Und zack. Boom, boom, boom. Ja, danke. Vielen Dank, dass du mir jetzt ungefähr mehr als die Hälfte meines Lebens... Schau. Weil du so low warst? Ich habe mich doch instant geheilt. Das war kein Problem für mich. Ich muss mal kurz wieder Backpack einrollen. Oh Gott. Ja. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns hier diese Festung genauer an, beziehungsweise die Unterkunft der Piraten, und locken uns einfach an der Stelle hier aus. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr auf eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.